Vom Kuschelwelpen bis zum Dobermann. Viele Deutsche wünschen sich ein Haustier. Im Sommer nach dem Lockdown boomt jetzt das Geschäft mit Hunden. Es ist die Sehnsucht nach dem idealen Spielgefährten. Auf jeden Fall bin ich jetzt nicht mehr so alleine und ich bin wirklich sehr froh, ihn jetzt hier zu haben. Spiel, Spaß und vor allem Spannung. Denn die kleinen Freunde werden schnell zum großen Problem und zur Gefahr. Wer nicht früh durchgreift, hat verloren. Manchmal ist es sogar schon dazu gekommen, dass jemand angefangen hat zu bluten. Und ja, da habe ich manchmal sogar schon Angst vor ihr. Da braucht's Hundetrainer wie Holger Schüler. Der lehrt Vierbeiner das Fürchten und sorgt beim Hausbesuch für Disziplin. Stopp! Das bleibt da und ich zeig Präsenz. Stopp! Wie Deutschland auf den Hund kommt. Und bei wem Vierbeiner plötzlich das Leben bestimmen. Lippstadt in Westfalen. Hier lebt Familie Scholz. Vater Michael, Mutter Heike und Tochter Emily wollen sich einen Welpen anschaffen. Die drei haben schon alles für die neuen Hausbewohner besorgt. Emily kann es kaum erwarten. Ich habe jetzt auch endlich meinen Spielgefährten, um den ich mich kümmern kann. Und auch in der Corona-Zeit, dass ich Zeit mit ihm verbringen kann. Und ja, darauf freue ich mich sehr. Ja, guck mal, ist das nicht süß hier? So, hier, ja. Guck mal hier mit so einem Stiel. Zieh mal dran. Zieh. Das wird schon gleich hier lustig mit dem kleinen Racker. Und die kleinen Kissen. Also für mich ist das schon eine mega Verantwortung, weil ich auch meistens, ist ja die Mutter auch dafür zuständig mit der ganzen Erziehung, sage ich mal so. Und ja, ich habe mich jetzt ein bisschen hin und her gewälzt, aber letztendlich, jetzt freue ich mich auch richtig drauf. Bei Michael ist die Freude eher gedämpft. Der Familienvater hat weniger Interesse an einem Hund im Haus. Dennoch hat er sich von seiner Tochter breitschlagen lassen. Guck mal, Papa, was wir schon alles geholt haben. Oh je, was habt ihr denn da alles geholt? Ja, das ist voll süß. Ey, ob das alles gut wird, ne? Ja, ich gehe nicht damit raus. Ah, du gehst nicht damit raus. Ja, ich gehe damit raus. Ja. Morgens vor der Schule. Da bin ich aber mal gespannt, ob du morgens vor der Schule damit rausgehst oder ob ich damit rausgehe. Ich wollte ja eigentlich gar keinen Hund, ne? Aber jetzt in der Corona-Zeit, die Emily kam immer an und zeigte mir Bilder von kleinen Hunden. Und dadurch, dass der Lockdown dann da war und die Kinder ja alleine waren, ja, da habe ich dann gedacht, komm, dann sag mal ja. Du möchtest ja auch nicht immer Nein sagen. Dann bin ich mal gespannt, ob sie das dann auch alles einhält, was sie uns versprochen hat. Und vor allen Dingen, ob das mit der Katze was wird. Ja, ja, da hab ich ob die beiden Bedenken. sich vertragen. Also es ist, sie müssen sich ja nicht, kuscheln, aber die müssen sich vertragen. Nicht, dass es hier ein Hauen und Stechen gibt. Ihre Katze Findus mag keine Hunde. Nicht die besten Voraussetzungen für das Abenteuer Welpe. Oh, sehr süß. Guck mal wieder, das ist kleiner Racker. Zeit aufzubrechen. Die drei wollen ihr neues Familienmitglied bei Heikes Freundin in Dortmund abholen. Wie wird die erste Begegnung verlaufen? Michael ist skeptisch. Ich bin aber immer noch nicht so 100% von überzeugt. Ja, wenn er erst mal da ist, ne? Quartan? Seit Corona erleben Hundezüchter einen wahren Boom. Die Nachfrage nach Welpen ist um ein Vielfaches gestiegen. Nur durch einen Glücksfall hat Familie Scholz über Beziehungen einen Treffer gelandet für 450 Euro. Wir haben jetzt vor 6 Wochen einen Anruf bekommen von meiner Freundin, dass wir einen Welpen haben können, weil ihre Schwester hat einen Wurf gemacht. Und ja, da freuen wir uns jetzt einfach drauf. Hallo! Na, da seid ihr ja. Ja. Schön. Ja, dann kommt rein, ne? Ja, ich war ganz gespannt. Ich freue mich. Ja. Da wollen wir mal, ne? Ja. Ja. Geht's los. Der große Moment. Guck mal, ist er. Oh. Süß. Hallo. Welpe Toffee, ein Cocker Spaniel Terrier Mischling, ist zarte 8 Wochen alt. Einzelkind Emily kann ihr Glück kaum fassen. Oh, ja. Hallo. Es ist wirklich, dass endlich mal ein Traum in Erfüllung geht. Es ist wirklich sehr schön, das Gefühl. Gerade. Oh, ist der süß. Oh Gott. Gib mir auch mal, komm. Gib mir jetzt auch mal her. Komm her, kleiner Muttel.
Oh, guck mal dir mal an. Hallo, mein Schatz. Hallo, wer bist du denn? Hä? Zu Toffee? Ja, was denn? Heike ist überwältigt und selbst ihr kritischer Mann kann bei diesem Kerlchen nicht widerstehen. Ja, ich denke mal, ich lasse mich mal jetzt auf das Abenteuerhund ein. Ne? Mal gucken, mal schauen, was daraus wird. Ja. Abgeben tun wir jetzt nicht mehr. Nee. Nein, auf keinen Fall. Ne? Michael nimmt den Welpen sogar auf den Arm. Der Bann ist gebrochen. Bevor es nach Hause geht, bekommt Toffee noch etwas zu fressen. Es ist der erste Tag, an dem er von seiner Mutter getrennt ist. Ob er sich in seinem neuen Zuhause wohlfühlen wird? Ich bin auch jetzt echt gespannt, wie das wird zu Hause auch und auch mit der Katze und so. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt. Emily, es ist deiner. Wir gehen. Das Abenteuer kann beginnen. Familie Scholz weiß noch nicht, was auf sie zukommt. Die drei haben mit Hunden null Erfahrung. Kaum sind sie draußen, gibt es das erste Problem. Papa, ich glaube, der muss auf Toilette, weil der stinkt irgendwie ein bisschen, da er ja gerade auch schon gefressen hat. Ja, dann kannst du gleich das erste Mal zu deiner Tat gehen. Bitteschön. Lass ihn runter. Jetzt müssen wir mal schauen mit dem Hund, wie das alles abläuft. Wir müssen uns ja daran gewöhnen, welche Zeiten er hat und mal schauen, dass wir einen Stuben reinkriegen. Nicht, dass er dann uns die ganze Wohnung voll macht. Ne? Also heißt das erstmal viel auf Zeichen achten, gucken, was er macht. Und er macht tatsächlich etwas. Jetzt ist Emily gefordert. Schon ein bisschen komisch, aber ich denke, man gewöhnt sich daran und das gehört ja auch dann noch dazu. Und jetzt geht's nach Hause? Ja? Die Lieblinge auf vier Pfoten. Sie sorgen bei diesem Mann gerade für Hochkonjunktur. Hundeerzieher Holger Schüler ist heute auf dem Weg zu seinem ersten Kunden. 6 Termine stehen auf seinem Plan. Immer dabei sein eigener Hund Takota. Ja, jetzt zur Corona-Zeit hat sich alles einen Hund gekauft. Jeder holt sich einen Welpen. Ja, jetzt sind es Junghunde geworden. Ja, und jetzt kommen die Probleme. Und jetzt steht natürlich auch bei mir das Telefon nicht still, weil alle natürlich wissen wollen, wie funktioniert was, wie ist die Erziehung. Ja, und deswegen ein Haustermin reizt den anderen. Holger Schülers erster Fall, ein 5 Monate alter Dobermann. Sein Frauchen hat dem Hundeexperten ein Handyvideo geschickt. Darauf sind die Probleme klar zu erkennen. Und Attacke. Scheiße. Na. Und immer ins Gesicht. Der Hund springt Besucher ständig an. Das ist ein Dobermann, das ist sehr gefährlich. Und ich finde, das muss man erstmal in den Griff bekommen, bevor man dann wirklich in die Öffentlichkeit mit dem Hund gehen kann und sich das zutrauen kann. So eine 19-Jährige, ein Dobermann, sieht immer gut aus. Aber was man vergisst, ist, dass dieser Hund natürlich auch groß und stark wird. Und wenn der jetzt schon, wie man gesehen hat, nach oben springt und immer ins Gesicht, aus liebevoller Aufmerksamkeit, kann das wirklich gefährlich werden. Auf geht's zu einer schwierigen Mission. Hier in Marburg lebt die 19-jährige Farah Nos mit ihrer Mutter Madina sowie Dobermann Chopard. Vor 3 Monaten schaffte ihn sich die Abiturientin als 12 Wochen alten Welpen an. Doch damit nicht genug. Ich wollte schon seit ich klein bin eigentlich einen Dobermann haben. Und dann während der Corona-Zeit, während meines Abiturs, habe ich mit meinem Freund mal, beziehungsweise meinem Ex-Freund geschaut nach ein paar Welpen in unserer Umgebung, haben uns ein paar Welpen angeschaut und haben uns natürlich direkt schockverliebt in einen Welpen eigentlich erstmal. Naja, er hat aber auch noch eine Schwester. Dann war es aber so, mein Ex-Freund würde gerne das Weibchen nehmen und ich würde gerne Rüden nehmen, wozu es dann kam, dass wir dann 2 Hunde genommen haben. Danach kamen wir halt nach Hause. Und da kam natürlich die Riesenüberraschung für meine Mutter, weil sie wollte ja gar keinen Hund haben. Und plötzlich war es nicht nur ein Hund, sondern 2 Hunde. Ich wollte eigentlich keinen Hund, überhaupt nicht. Aber Farah Nos wollte unbedingt. Und dann kam sie einmal mit 2 Hunden. Und ich hatte Schock. Aus dem Schock wurde Zuneigung. Schon bald verliebt sich Madina Samis in die beiden Welpen. Chopins Schwester lebt heute allerdings bei Farah Nos Ex-Freund. Inzwischen ist ihre Mutter ganz verrückt nach Chopin. Jetzt liebe ich ihn sehr und ich möchte nur mit ihm schmusen.
Wir machen. Oh, kuschel. Ja, 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 natürlich. Hör auf, hör auf. Doch Chopin ist kein Welpe mehr. Der Dobermann wächst zu einem gefährlichen Hund heran, der vielleicht schon bald nicht mehr zu bändigen ist. Komm her, komm her. Oh, ganz lustig. Er beißt. Ja, das müssen wir unbedingt in den Griff bekommen, weil wenn er älter wird, wird es immer problematischer. Weil wenn er dann seine ganzen Zähne draußen hat, schon dann beißt oder jemanden verletzt, haben wir ein Problem. Hilfe ist im Anmarsch. Hundetrainer Holger Schüler ist seit 20 Jahren im Geschäft. Er kennt die Eigenheiten sämtlicher Junghunde. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Ja, super. Da haben wir schon das erste Problem. Hi. So, und das ist das Problem? Ja, ist das Problemkind. Das Problemkind? Ja. Sehr schön. Ja, wir haben hier telefoniert und ich habe ja schon ein bisschen was gehört, dass er so ein bisschen wilde ist. Richtig. Ja, nicht erzogen. Ja, sehr eigen, sehr dickköpfig. Dickköpfig? Ja, warum nicht erzogen? Während der Corona-Zeit gab es keine Hundeschulen. Okay. Und ich habe mir so gut wie möglich mit YouTube-Videos geholfen. Aber wenn man nicht die Erfahrung hat, ist es natürlich dementsprechend schwierig, so einen Hund zu erziehen. Dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal rein. Genau. Dann will ich mir mal anschauen, wo er denn so wohnt. Oh, ja, sehr schön. Gerade wenn er jemand Neues sieht, dann springt er die Person an. Jetzt neuerdings hat er die Angewohnheit, dass er auch uns zu Hause quasi anspringt. Überwiegend meine Mutter anstatt mich. So, das ist die Mama. Genau, das ist meine hallo, Mama. Hallo. Ja, ich habe schon gehört, Sie haben auch Probleme mit eurem Kleinen. Ich bin nicht so Autorität für den Hund. Oh, ich verstehe. Nicht so eine Autoritätsperson? Ja, sie ist eher so die Kuschlerin. Ich kuschele, knutsche ihn. Aber ich kann nicht erziehen. Ja? Okay. Er hört mich nicht zu. Okay. Und ich brauche jetzt dringend Hilfe. Ob Holger Schüler den pubertierenden Dobermann bändigen kann? Er sieht sofort, das Verhalten des Tieres geht auf ein bekanntes Muster zurück. Der Hund springt, weil er natürlich Richtung Gesicht begrüßen möchte. So. Und zweitens ist, wenn ihr dem Hund zu viel Raum gibt. Das bedeutet, wenn er kommt und ihr macht nur einen Schritt nach hinten, um ihn irgendwie abzublocken, ist zu viel Raum entstanden. Das bedeutet, der Hund springt hoch. Was ihr machen müsst, ist den Raum verringern. Ich gehe jetzt nochmal raus, ich zähle bis 10. Komm noch mal, klingel, sag noch mal Hallo und dann probiere ich euch zu zeigen, was wir machen. Ja. Ja. Okay? Welchen Trick wird der Hundetrainer anwenden, damit Chopin nicht mehr an der Tür hochspringt? So, stopp. Stopp. Ja, das heißt, oh Gott, das Herz. Ja, stopp. Das heißt, nicht kuscheln. Weil sie haben mich doch gerufen, weil das Problem ist, hochzuspringen. Wenn ich jetzt mein Herz bricht und wieder, ach du armer Hund, dann wird es nichts. Oh, es tut mir leid, mein Kindlein. Ich muss jetzt hart sein. Mein Schatz. Jetzt ist Mutter Madina dran. Wird es die 45-Jährige schaffen, ihren geliebten Chopin in die Schranken zu weisen? Und weiter. Genau, super. Und gut. Genau, nicht streicheln. Das heißt, mit dem Ab, ja, signalisieren Sie schon was. Und wichtig ist, Sie müssen weiterlaufen. Ab, nicht stehen bleiben. Weil in dem Moment, wo Sie stehen bleiben, lösen Sie wieder das Anspringen auf. Dafür brauche ich eine Körpersprache. Ja, da muss ich klar sein. Ich kann dem Hund nicht sagen, hör doch bitte auf, bitte hör doch auf. Das funktioniert nicht. Dann springt er weiter hoch. Damit Junghund Chopin beim Spielen nicht mehr beißt, hat Holger Schüler eine bestimmte Übung parat. Impulskontrolltraining. Du spielst jetzt mit dem Hund und wenn er zu doll wird, einfach mal runterbringst, dass er aufhört. Okay, dass ich sehe, wie er das macht. Besonders Farachnos Mutter Madina muss endlich lernen, ihrem Liebling im richtigen Moment Grenzen aufzuzeigen. Spiel. Und Stopp. Okay, guck mal, wenn du das Spielzeug wegtust, ist es interessant. Aha.
wenn ich dir ein Eis hinhalte und es weg tue, dann sagst du, okay, ich krieg's nicht. Das geht nicht. Du guckst, wo ist das Eis? Das heißt, Spiel, Spiel, Spiel. Und jetzt passiert eine leere Hand und dann machen wir so, stopp. Das bleibt da und ich zeig Präsenz. Okay. Stopp. Ja? Dass du das nicht so hundertprozentig hinbekommst, ist deswegen, weil du immer knuddelst, weil du immer brav bist, weil du immer liebevoll bist. Der Hund nimmt dich nicht so verfolgt. Deswegen musst du arbeiten. Mir fällt sehr schwer, zu ihm hart zu sein. Und er ist mein Liebling. Er freut sich auch und will zeigen, dass er mich liebt. Aber er macht wie ein Hund. Er beißt. Ja, er springt mich an, er beißt. Er versteht nicht, dass er mir weh tut. Bevor der Hundeexperte zu seinem nächsten Kunden fährt, will er sehen, wie sich der 5 Monate alte Dobermann draußen verhält. Nein. Super. Leinenführigkeit existiert nicht. Chopin gibt die Richtung an. Ist halt semi-optimal. Ja, der hat eine enorme Kraft. Also es ist halt wirklich so, dass er jetzt schon so viel Kraft hat. Und ich will nicht wissen, wie es später wird. Also deshalb muss es unbedingt einen Griff bekommen, weil sonst haben wir ein Riesenproblem. Wenn er meiner Stadt zieht, dann bin ich weg. Der Hund agiert und wir reagieren nur. Ja? Deswegen zieht er natürlich, weil er genau weiß, oh, ich kann er ziehen. Ja? Er muss viel aufmerksamer gemacht werden. Die Leinenführigkeit, die kommt peu à peu dazu. Ansprechen, gucken, aufmerksam machen und dass er guckt, ist überhaupt kein Thema. Ja? Wichtig ist, dass er da ist und nicht ihr hinter dem Hund herläuft. Beim nächsten Besuch wird der Hundeerzieher auf das Leinentraining eingehen. Doch jetzt rennt ihm die Zeit davon. Ja, da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns. Oh ja, auf jeden Fall. Die nächsten Familien warten schon. Hausaufgabe, wirklich Impulskontrollentraining machen, Anspringstraining machen, dass der Hund unten bleibt, nicht zu viel streicheln. Das ist ganz wichtig. Ja. In ein paar Wochen, 2 bis 3 Wochen sehen wir uns wieder. Dann komme ich und schaue mir das Ganze an, ob da ein bisschen was getan ist. Mhm. Und wenn da nichts gemacht worden ist, oh weh, dann geht's ab. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank nochmal. Bitte schön, gerne. Ob es Madina und Farachnos schaffen, bei Chopin hart durchzugreifen? Holger Schüler muss sich beeilen. 5 Hunde warten heute noch auf ihn. Jetzt muss ich zum ganz schwierigen Fall. Und zwar hat mir jemand ein Video geschickt von einem Shih Tzu. Und der wird immer beißen. Und das wird schon sehr anstrengend. Und da gucke ich mir jetzt einfach mal das Video an. Oh wei. Wow, da haben wir einen wirklich schwierigen Fall, weil der ist total verzogen. Der Hund beißt, der ist nicht aufmerksam. Shih Tzu halt, ja, und da müssen wir jetzt dran. Während sich der Experte auf den Weg macht, fährt Familie Scholz aus Lippstadt mit ihrem frisch adoptierten Welpen nach Hause. Der kleine Toffi ist erst 8 Wochen alt und wurde heute Morgen von seiner Mutter getrennt. Autofahren kennt ihr noch nicht. Dann wollen wir mal schauen, ne? Ja, wichtig ist ja, dass er ganz viel Liebe bekommt und von der Mutter getrennt ist ja auch nicht so einfach, ne? Kann man sich ja auch vorstellen. Ne? Eigentlich ist das auch ganz schön brutal so. Ne? Emily haben wir ja auch nicht nach 8 Wochen abgegeben. Ja? Die größte Hürde wird für den kleinen Welpen gleich die Hauskatze Findus sein. Sie kann Hunde überhaupt nicht leiden. Ob das gut geht? Toffi, guck mal, dein neues Zuhause. Hoppala. Ups, wartet, wartet. Ich gehe vor mit der Katze. Ja, guck mal, wo bist du denn in Lippstadt? Ja, dann wollen wir mal gucken, ne, wo die Katze ist. Katze Findus scheint das Unheil zu riechen und hat sich erst einmal verdrückt. 5 Jahre lang hatte sie die Familie für sich alleine. Bis jetzt. Da kommt Toffi. Toffi ist jetzt bei uns. Guck mal. Guck mal. Wer ist das? Ja. Wer ist das? Mhm. Findus sucht das Weite. Das Ganze ist ihr nicht geheuer. Und Toffi? Der geht jetzt hinterher. Ja, und jetzt kann es sein, dass sie vielleicht faucht. Ja, das ist aber nicht so schlimm, die Haut nicht. Wirklich nicht?
denke, die Reaktion von der Katze fand ich gerade eigentlich ganz okay, doch habe ich sehr schnell bemerkt, dass sie auch Angst bekommen hat und das heißt, dass sie auch sozusagen aggressiv werden könnte. Aber das wird sich, denke ich, noch legen in den nächsten paar Tagen. Soweit die Katze und der andere Skeptiker. Emilys Vater, der keinen Hund wollte, gibt dem neuen Hausbewohner eine Chance. Ich war zwar ein bisschen skeptisch, aber ich denke mal schon, ich habe mich jetzt mit ihm ein bisschen angefreundet. Und mal gucken, wie er sich einlebt. Mal schauen, wie er jetzt weiterhin auf die Katze reagiert, beziehungsweise wie die Katze auf ihn reagiert. Und ich denke, wir kriegen das schon in den Griff alles. Emily hat jetzt endlich ihren lang ersehnten Spielgefährten und genießt die ersten Stunden mit ihm in vollen Zügen. Auf jeden Fall bin ich jetzt nicht mehr so alleine und ich bin wirklich sehr froh, ihn jetzt hier zu haben. Und ich habe auch schon gemerkt, dass er kuscheln mag und auch sehr gerne bei jemandem schläft. Und finde ich, dass man dann irgendwann ja vielleicht auch mal zusammen in einem Bett schlafen kann und dann ein bisschen zusammen schmusen kann. Und ja, ist auf jeden Fall sehr schön gerade. Von der Hundeliebe in Westfalen weiter in die Pfalz. Hier in Bad Dürkheim lebt Familie Robinson. Die hatte den Hundetrainer um Hilfe gerufen. Ihr Shih Tzu ist außer Rand und Band. Komm, Lucia. Lucia, komm, bring mal her. Na, auf. Bring mal den Teddybär her. Die hört mal wieder nicht, die Madame. Komm her. Jetzt bring ihn her. Komm mal her, bring den Teddybär. Lucia. Das ist echt schlimm. Also morgens vor allem oder auch bevor sie schlafen geht, wird sie dann sehr wild und tut dann nicht mit ihrem Spielsachen spielen, sondern beißt uns dann halt in die Hand, weil sie denkt, ja, das wäre ein Spielzeug. Und sie hört dann auch nicht auf, wenn man sagt, dass sie aufhören soll, dann hört sie einfach nicht auf. Und manchmal ist es sogar schon dazu gekommen, dass jemand angefangen hat zu bluten. Und ja, da habe ich manchmal sogar schon Angst vor ihr. Auch Lucia ist inzwischen 5 Monate alt. Sie konnte nicht erzogen werden, weil die Hundeschulen 2 Monate lang geschlossen waren. Nein, nein, Lucia, aus! Hör auf! Dass sich Lucia zu einem beißenden Mini-Ungeheuer entwickeln würde, hätte keiner gedacht. Der Welpe kam im Alter von 8 Wochen ins Haus. Familie Robinson hatte davor schon 2 Shih Tzus. Doch beide sind vor kurzem gestorben. Das war schon echt sehr traurig. Und nach ein paar Wochen habe ich irgendwie voll die Hunde vermisst und habe dann halt mal im Internet ein paar Mal geguckt. Und habe ich dieses Bild von der Lucia gesehen. Und die sieht wirklich aus wie unser alter Hund. Und dann bin ich gleich zur Mama gerannt und habe ihr das Bild gezeigt. Und war voll so, bitte Mama, können wir ihn holen? Weil ich wusste schon so, dass es unser Hund werden muss. Weil die ist wie so für unsere Familie bestimmt. Ich wollte eigentlich keinen Hund mehr. Weil ja, es war halt sehr aufwendig die letzte Zeit mit den alten Hunden. Die haben halt oft ins Haus gemacht und so. Und war ziemlich stressig gewesen. Und deswegen habe ich gesagt, komm, wir machen jetzt erstmal eine Pause. Dann kam halt Corona. Wir waren alle zu Hause. Es war für die Lilly halt auch ziemlich schwer. Den ganzen Tag alleine zu Hause. Ich war halt weiterhin arbeiten. Sie hat immer wieder im Internet geguckt, also Mama, guck mal, wie süß der Hund und der. Und eines Tages war eben ein Hund dabei, das war die Lucia. Und die hat uns komplett, also total überwältigt. Aber wir hatten soweit ganz viel Glück eigentlich, weil sie ganz liebe eigentlich ist, bis eben auf die paar Macken, die würden wir wirklich gerne bearbeiten. Rettung naht. Hundeexperte Holger Schüler kennt die Macken von Shih Tzus nur zu gut. Hallo, guten Tag. Da ist es die schon, Lucia wartet auch. Die braucht ein bisschen Unterstützung von Ihnen. Das wäre toll, wenn Sie uns helfen könnten. Dann kommen wir doch mal rein. Ah, das ist das Wohnzimmer? Ja, genau. Ja, herein. Okay, dann nehmt mal so Platz wie immer. Ja, setzt euch mal so hin, dass ich einfach mal sehe, was passiert denn im Alltag. Lucia, na komm mal her. Guck mal, was die Lilly macht. Okay, also wenn ich das richtig verstehe, ist euer Hund darf aufs Sofa. Ja. Ja? Okay. Und wenn er dann auf dem Sofa ist, macht er was? Also spielen oder schlafen. Spielen oder schlafen. So, was mich natürlich jetzt interessiert, in was für einer Gelegenheit fängt euer Hund an, denn zu knappen und zu knippen und zu beißen? Also entweder morgens, wenn sie ganz aufwacht und dann halt sehr wild ist, zum Beispiel, wenn ich an meinem Bett bin, dann springt sie hoch und fängt an, mich zu beißen. Und die ersten Regeln, die ich natürlich jetzt schon festlege, jetzt Achtung, Trommelwirbel, runter vom Sofa und raus aus dem Bett. Ups. Okay. Ups, genau. Oh, ja. Das ist bitter. Wichtig ist zu verstehen, dass es nicht darum geht, weil der Hund jetzt beißt, sondern es ist daher,
dass sie lernen, konsequent zu werden. Wenn sie es nicht schaffen, den Hund vom Sofa und vom Bett zu verbannen, wie wollen sie alles andere schaffen? Wie soll er denn draußen laufen, wenn Ablenkung ist? Wie soll er aufhören zu knappen und zu beißen? Mit Sicherheit haben wir sie auch ein bisschen verwöhnt. Ich bin da auch, sag ich mal, relativ locker oder vielleicht zu locker, dass sie halt auf die Couch und auch mal aufs Bett darf oder so. Also ja, aber ich denke, wenn das hilft, dass sie die anderen Sachen auch dann besser hinkriegt, dann werden wir das auf jeden Fall probieren. Als nächstes möchte der Hundeexperte Lucias Schlafplatz sehen. Der ist in Lillys Kinderzimmer. Oh, komm rein. Ah, dann haben wir hier ja nicht nur ein Prinzesschen. Da haben wir ja zwei Prinzesschen. Ne? Sehr schön. Das ist das Körbchen oder die Box? Ja, die Box. Oh, dieser war sehr klein. Für einen Arztbesuch alles gut, aber für die Situation, dass sie schlafen soll, das ist zu klein. Habt ihr noch was anderes? Gibt's? Ja, wir haben ein Körbchen. Im Körbchen? Ja. Soll ich das holen? Das wird super. Wo okay. Steht das Körbchen? Im Flur. Im Flur? Da, gehen wir noch mal, dann gehen wir noch mal kurz hin. Da geht sie eigentlich nie rein. Ja. Das ist zu langweilig. Ja, das wär auch langweilig für mich. Ne? Stellt euch mal vor, ich wäre jetzt der Hund und die ganze Familie ist irgendwo da hinten und ich müsste da hinten drin sitzen und denken, oh, das Leben ist hart. So, dann ist das Zweite, wir haben ja hier Büffel. Ne, das Büffel ist ja, das steht ja die ganze Zeit da. Das bedeutet, Prinzessin kann fressen, wenn sie will. Und diese ganzen vielen Dinge macht euer Hund natürlich Gacker. Denn er entscheidet. Und dann entscheidet er auch, oh, ich beiße euch jetzt mal die Finger und ich laufe in der anderen Leine von links nach rechts. Der hat keine Struktur. Lucia braucht wirklich eine klare Struktur, weil sie einfach machen kann, was sie will. Und das fehlt natürlich auch bei den Besitzern. Und wie verhält sich der Hund draußen an der Leine? Ein kurzer Spaziergang durchs Wohngebiet soll zeigen, wie es damit so klappt. Ich würde jetzt sagen, ihr geht einfach mal da, wo ihr immer geht. Ich gucke mir das Ganze von hinten einfach mal an. Okay. Komm, Lucia. Auch beim Gassigehen ist Lucia eigenwillig. Sie bleibt plötzlich stehen und läuft zwischen die Beine. Stoppen wir jetzt mal. Ne? Also das, was ich schon gesehen habe, ist großes Chaos. Ich komme mal zu euch rüber. Weil ich den Hund auch immer dabei sehen möchte, ist, ihr wollt, dass euer Hund rechts läuft. Aber lasst den Hund machen, was er will. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Dann ist die Leine viel zu lang. Wenn der Hund natürlich so eine Leine hat, ne, dann kann er natürlich machen, was er will. Dieses Problem wäre schnell gelöst, doch das ist noch nicht alles. So, laufen! Und dann bremse ich gleich wieder aus. Stopp. So, jetzt gib mir mal bitte den Hund. Ja. So. Was hast du denn an der Leine? Hast du da ein... Weiß ich nicht. So läufst du. Wir sind doch nicht hier auf dem Laufsteg. So, und jetzt habe ich den Hund da. Jetzt laufe ich mal ein bisschen. Das wird für dich wahrscheinlich ein bisschen unangenehm werden, weil ich jetzt laufe wie immer. Also es ist für mich kein Prinzesschen, es ist ein Hund. Ja, okay? So, dann laufen wir mal. Auf geht's. Hopp. So, das heißt, natürlich möchte sie jetzt nicht so laufen. Komm, lauf mal neben mir. Das heißt, eine Hand die Leine, die zweite Hand die Leine und laufen. Okay? So, dann kommt gleich zu mir. Lilly soll ihren Schoßhund Hertha rannehmen und mit kurzer Leine konsequent weiterlaufen. Und siehe da, so klappt es auch. Ich denke, das Leintraining wird auf jeden Fall schwierig und wir werden bestimmt ein paar Tage oder sogar Wochen brauchen. Aber ich werde viel mit dir üben und ich denke, wir kriegen das hin. Hausaufgabe. Runter vom Sofa. Raus aus dem Bett. An die Leine und klarer werden. In diesem Sinne, Hausaufgaben machen. Wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch was. Vielen Dank. Bitte schön. Also, tschüss. Auf die verwöhnte Lucia kommen jetzt wohl härtere Zeiten zu. 4 Wochen später bei Familie Scholz. Sie macht gerade mit ihrem Welpen Urlaub in Bayern. Toffi ist inzwischen doppelt so groß geworden und hat die lange Autofahrt aus Lippstadt in Nordrhein-Westfalen gut überstanden. Ja,
hat kaum ein Fiep gesagt, hat die ganze Zeit geschlafen, schön auf seinem Platz gesessen. Am Rastplatz hat er dann sein Geschäftchen eben fabriziert. Oh ja, und dann konnten wir schon wieder einsteigen und weiterfahren. Also habe ich nicht mitgerechnet, dass er das so klasse macht. Na komm her. Kasper, guck mal. Zeig mal her hier. Das ist die Terrier, die Was denn? Wollen wir vielleicht mal mit ihm zum Hundestrand da nach hinten gehen? Ja, können wir gerne machen. Dann soll ich mal die Leine holen? Ab an die Leine. Ja. Na komm. Los geht's. Dann Abmarsch. Welpe Toffi entdeckt auf dem Campingplatz gerade die große, weite Welt. Auch bei ihm wäre bald wohl eine konsequente Erziehung angebracht. Mit der Leinenführung, ja, da müssen wir noch ein bisschen üben. Der bleibt immer wieder stehen, fängt an zu schnüffeln, reißt links und rechts aus. Aber das kommt mit der Zeit, er ist halt jung, er muss es halt lernen. Jetzt heißt es aber erstmal ab ins Wasser. Der Cocker Spaniel Terrier Mischling hat noch nie ein Bad im See genommen. Na komm her. Ja komm, ja komm jetzt. Ja, was denn? Ja schön, was ist das fein. Ach, das war herrlich. Und jetzt schütteln. Oh, das ist die Mama hier geduscht. Nein. Welpe Toffi hält Familie Scholz auf Trab. Trotz anfänglicher Bedenken hat Vater Michael den Kleinen inzwischen ins Herz geschlossen und ist für den Hund zu einer festen Bezugsperson geworden. Familienoberhaupt eben. Ich habe auch für ihn so ein bisschen die Hosen an. Das heißt, das, was ich sage, das macht er auch schon. Er hört auf mich, auf Emily. Wenn was ist, dann bin ich derjenige, der kommen muss und dann wirklich sagen muss, jetzt ist Feierabend und Schluss. Aber wir sind ganz froh, dass wir ihn haben. Nur die Katze Findus freut sich wenig über den neuen Hausbewohner. Also sie lässt ihn jetzt so in Ruhe, aber er will halt immer mit ihr spielen und das ist schon anstrengend. Ne? Ich muss schon gucken, dass sie sich halt nicht so oft begegnen oder dass er sie dann in Ruhe lässt. Aber das muss er lernen. Das ist wie alle kleinen Kinder das lernen, lernen es auch kleine Welpen. Die beiden werden wohl nie beste Freunde werden. Das Thema Stubenreinheit wird bei Toffi noch immer groß geschrieben. Schon öfter hat der Kleine auf das Wohnzimmerparkett gemacht. Das muss sich unbedingt ändern. Ich versuche, ihn stubenrein zu kriegen, indem ich, wenn ich es merke, dass er es macht, in dem Moment richtig schimpfe mit ihm, dass er es auch mit der Stimme merkt und auch in der Nase noch mal rein und ihn dann nach draußen trage, dass er einfach das weiß, wo es hingehört. Für die 14-jährige Emily ist jedenfalls ein Traum in Erfüllung gegangen. Irgendwie sind wir alle ein Herz und eine Seele und wir harmonieren alle gut miteinander. Er fühlt sich echt wohl und das freut mich auch schon sehr. So wie Toffi bei Familie Scholz ein neues Zuhause gefunden hat, soll auch hier ein Hund einziehen. Bei Familie Riedel in Neuburg sind die zwei Schwestern Madeleine und Melina schon aufgeregt. Heute sollen sie eine kleine Hündin bekommen. Aber nicht von einem Züchter, sondern vom Tierschutz. Ich bin schon richtig gespannt auf die Myla, weil ich habe sie ja nur auf Bildern und auf Videos gesehen. Und jetzt mal so in echt zu sehen, ist ja wieder was anderes. Und da freue ich mich schon total drauf, sie zu streicheln und in den Arm zu nehmen. Für Mutter Gabriela und ihre beiden Töchter geht es gleich los. Macht sie euch dann bitte fertig, Mädels? Ja. Okay. Der Transporter kommt jetzt dann. Schaut ihr mal bitte nach euren Masken. Die Spannung steigt. Was brauchen wir noch? Leinen? Leinen. Okay, und dann haben wir alles, oder? Ja. Also dann rein damit. Okay, du hast auch alles? Ja. Gut. Dann packen wir's, komm. Genau. Familie Riedel hat eigentlich schon einen Vierbeiner, Baloo, einen Australian Shepherd. Ob der Rüde einen zweiten Hund im Haus akzeptieren wird? Der tierische Familienzuwachs hat außerdem eine besondere Vorgeschichte. Da kommt jetzt ein Transporter aus Rumänien mit ganz vielen Hunden, die was auf der Straße gelebt haben. Und da haben wir jetzt dann eine kleine Hündin und die haben wir jetzt dann zur Pflege. Das heißt, wir haben die jetzt einige Wochen, päppeln die ein bisschen auf, schauen, dass wir ihr ein paar Sachen beibringen, dass wir sie Stuben reinbringen und ja, dann wird sie an eine Endstelle vermittelt, an eine feste Familie. Die drei machen sich ohne Baloo auf den Weg, denn sie wollen die zwei Hunde erst später vorsichtig aneinander gewöhnen.
Vor Ort wartet schon Tierschützerin Sandra Baumeister. Hier im sogenannten Streunernest in Neuburg werden Straßenhunde aus Rumänien untergebracht, um sie dann an liebevolle Hände abzugeben. Dafür hat Sandra Baumeister vor 5 Jahren den Verein Ein Herz für Streuner gegründet. In Rumänien ist die Situation für Straßenhunde sehr schlimm immer noch. Auf der Straße selber werden die Hunde verfolgt, mit Absicht überfahren, auf Zäune gespießt. Und jetzt gerade auch zur Corona-Zeit war es natürlich extrem. Insofern ist die Gesamtsituation in Rumänien natürlich immer noch katastrophal. Das zeigen auch diese Bilder aus Transsilvanien, die Sandra Baumeister vor kurzem gefilmt hat. Ihr Verein betreibt dort 2 Auffangstationen für Straßenhunde. Viele sind in erbärmlichem Zustand. Genau solch einen Hund wollen heute Gabriela Riedl und ihre Töchter bei sich aufnehmen. Der Transporter aus Rumänien soll fast 30 Tiere an Bord haben und in wenigen Minuten hier sein. Wie es der Hündin Maila auf der rund 1200 Kilometer langen Reise wohl ergangen ist? Wir freuen uns jetzt riesig auf die kleine Maila. Wir hoffen, dass er ein recht offener Hund ist, dass er nicht zu sehr ängstlich ist. Ansonsten muss man einfach mal ein bisschen Zeit geben, weil es verständlich ist, die sind stundenlang im Transporter unterwegs, ist ganz verängstigt und weiß eigentlich gar nicht, wo sie landet. Und hoffen aber doch, dass sie relativ schnell auftaut und dass sie sich mit den Kindern versteht und dass wir einfach so ein Draht schnell zueinander finden. Ja, also in Rumänien ist ja so, dass die jetzt nicht so gut behandelt werden. Manche werden grundlos getötet oder verhungern. Und ich möchte ihnen halt auch helfen, dadurch, dass ich wenigstens eine Pflegestelle bieten kann. Endlich! Nach 18 Stunden Fahrt trifft der Transporter aus Osteuropa ein. Von den 29 Hunden werden 3 hier im Streunernest abgegeben. Für die anderen geht es später noch Richtung Norddeutschland. Was ist über die Hündin von Familie Riedl bekannt? Maila, die jetzt heute das Glück hat, dass sie in eine Pflegestelle reisen darf, die kommt aus einer schlechten Haltung in Rumänien. Also die haben da ungefähr 15 Hunde gehabt, 20 Hunde, also halt eine Massenhaltung und konnten das auch nicht mehr finanzieren. Das ist so ein großes Rudel gewesen und die haben wir jetzt komplett übernommen. Also alle, ein paar dürfen schon ausreisen, ein paar müssen jetzt leider noch warten, aber Maila hatte ja schon das Glück, dass sie mitkommen durfte. Auf diesem ehemaligen Bundeswehrgelände befindet sich ganz hinten das Streunernest. Neben Gabriela Riedl und ihren 2 Töchtern ist noch eine andere Familie hier, um sich ein Haustier zu holen. Auch die Nachfrage nach solchen Hunden ist in der Corona-Zeit gestiegen. Das ist noch nicht der Spielgefährte für die 2 Mädchen. Wenn ich das jetzt so sehe, wenn die Hunde aus dem Transporter rauskommen, ist es schon traurig, manche Hunde zu sehen. Aber andererseits ist ein Lächeln wieder mit dabei, weil man weiß, dass es denen jetzt gut geht, dass es jetzt bergauf geht und dass sie ein besseres und schöneres Leben haben. Das ist Nani, die kann aber noch nicht am Geschirr laufen. Also es ist halt noch ein bisschen ängstlich so für sie jetzt mit Geschirr, ein bisschen Unruhen. Deshalb tragen wir sie kurz rein, dass sie sich dann nicht stresst. Nani kommt in den Zwinger zu Enzo, einem Streuner, der eigentlich getötet werden sollte. Tierschützerin Sandra hat ihn gerettet. Die 2 scheinen sich auf Anhieb zu verstehen. Sie können dann gleich auch mal reingehen, wenn wir wiederkommen. Dann kann ich sie auch mal reinlassen. Okay, gut. Aber Sie können ja schon mal schauen. Ja. Wir haben jetzt in der Corona-Zeit extrem viele Anfragen bekommen und natürlich viele andere Vereine ihre Tiere aktuell nicht bekommen. Also aus der Türkei, Spanien, Griechenland, wo die halt die Flugpaten brauchen, die es aktuell nicht mehr gibt. Wir haben dadurch sehr viel mehr bekommen und haben halt eine große Verantwortung, um das halt auch wirklich ganz genau zu prüfen. Also wer kann auch wirklich nach Corona noch die Tiere versorgen, wer hat noch Zeit, wer meint es wirklich ernst. Das ist immer noch eine große Herausforderung für uns. Enzo oder Nani, einer von den beiden wird heute noch ein neues Zuhause bekommen. Wir können uns gerade momentan nicht entscheiden zwischen Nani und Enzo. Das sind momentan unsere Favoriten. Endlich ist Familie Riedl dran. Ihre 1-jährige Mischlingshündin Maila wartet brav im Käfig. Für sie beginnt jetzt ein besseres Leben. Hallo, say bye. Bye, bye. Ich bin mit. Bye, Maila. Bye, bye. Das ist Maila. Hallo. Hallo. Oh, die ist noch ganz stark. Ist eigentlich schon so wie beschrieben. Doch? Ja. Das ist immer so eine Überraschung. Auf den Fotos wirken die oft ein bisschen größer als in Realität nachher. Mhm. Also ich finde die so süß. Willst du sie haben? Jetzt schon ganz verliebt hier. Hast du sie? Ja. Ihr könnt sie sonst auch gerne mal so im Schatten vielleicht mal so einmal ein aufs Gras setzen. Lassen, hm? Dann kann sie so ein bisschen mal umgucken. Ich glaube, das wird auch noch. Die muss erst mal richtig auftauen und ich glaube, dann kann die schon ganz gut Gas geben. Das ist alles jetzt noch, der Schein trügt. Ich glaube, da steckt noch was Wildes dahinter. Maila scheint die Zuwendung der Mädchen richtig zu genießen.
Ja, super, dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Kleinen und berichtet mal, wie es so läuft. Mhm. Wir schicken ein paar Fotos und so und würde mich sehr freuen, mal von ihr zu hören, dann die ersten Tage, wie sie sich so einlebt. Ja. Bevor es nach Hause geht, wartet aber noch eine Hürde. Zunächst müssen sich Myla und Familienhund Balu kennenlernen und auf neutralem Gebiet beschnuppern. Jetzt bin ich gespannt, wie es mit dem Balu wird, hä? Ich glaube schon, dass sie sich vertrauen. Hundetrainer Holger Schüler fährt heute ein zweites Mal zu seiner Kundin Farah Noss nach Marburg. Die 19-Jährige hatte ihn wegen ihres stürmischen Dobermanns um Hilfe gerufen. Chopin springt Besucher an und beißt vor Freude beim Spielen. Seit Corona ist der Hundeexperte pausenlos im Einsatz. Denn immer mehr Leute schaffen sich einen kleinen Vierbeiner an und sind damit dann überfordert. Ja, also ich bin wirklich mal gespannt, ob Chopin mich wieder anspringt und die Familie geübt hat. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, da ist die ganze Familie. Ja. Plus Hund, der ruhig ist. Ja. Oh, hat's was gemacht? Da wurde was getan. Ja. Ja. Jeden Tag zweimal haben wir geübt. Lass uns gerade durchgehen. Ja, also wir haben auch geübt, dass wenn wir laufen sind oder so, dass er weniger anspringt und alles. Also genau dieses Stopp und alles geübt. Okay. Stopp. Lasst uns mal rausgehen und dann werden wir mal sehen, ob das funktioniert. Ja. Okay? Okay. Komm, Chopin. Komm, Chopin. Vor allem Farachnos Mutter Madina hat ihren geliebten Chopin nicht im Griff. Wird sie es dieses Mal schaffen, den jungen Dobermann in seine Schranken zu weisen? Ja, sehr gut. Stopp, stopp, stopp. Sitz, sitz. Chopin. Sitz. Nein. Sitz. Bravo. Naja, also, ne? Darum fünfte Mal Sitz, hat er dann auch Sitz gemacht? Ich habe sehr viel geübt mit Chopin und es hat alles sehr gut funktioniert. Ja, er hat auch Kommando verstanden, aber jetzt hat das nicht funktioniert, leider. Dass ihr was gemacht habt, das sieht man. Ja, aber auch der Hund braucht noch ein bisschen Klarheit. Ihr müsst ein bisschen strukturierter sein. Ja? Das bedeutet, mehr üben, noch mehr Engagement reinbringen, okay. Ja? Dass es wieder besser wird. Hundetrainer Holger Schüler will nun noch einmal das Leinentraining üben. Bisher hat immer der junge Dobermann vorgegeben, wo es lang geht. Und heute? Nun ja. Dobermänner sind Rassen, die sehr nervös sind. Sie brauchen länger, um Ruhe zu finden, weil sie schon ein bisschen hibbelig sind. Von dem her, da gehört noch ein bisschen Arbeit dazu. Wichtig ist, dass er aufmerksam ist. Also wenn ich ihm das Futter zeige und hochziehe und den Namen nenne, dann kommt was. Jawohl, und dafür gibt's was. Ich gebe dir mal die restlichen Futterbrocken und dann würde ich sagen, probier's einfach mal. Nimm auf die rechte Seite. Komm her. Schupach. Jawohl. Fein. Gut. Und wieder hochziehen. Schupach. Fein. Jawohl. Schupach. Feiner Schupach. Jetzt seid ihr dran zu üben. Ja, machen. Ich habe meine Arbeit getan. Danke. Wenn was ist, melden. Okay? Vielen Dank. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen mit eurem Jungen. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Farachnos ist davon überzeugt, ihren Dobermann in den Griff zu bekommen. Ich glaube, es ist einfach eine Sache der Zeit jetzt und der Intensität, die man jetzt quasi ausführt. Und dann sollte es zu machen sein. Also es wird ein guter Hund, hoffe ich auf jeden Fall. Währenddessen fährt Gabriela Riedl mit der rumänischen Straßenhündin Myla und ihren zwei Töchtern zu Ehemann Andreas. Der wartet mit dem Rüden Balu auf neutralem Boden. Der Balu weiß noch nichts davon, aber der wird jetzt gleich schauen, wenn er natürlich jetzt meine Töchter und meine Frau mit einem anderen Hund da rauskommen. Okay, aber es bist schon gut. Und schon ist die Familie da. Wie wird der Australian Shepherd auf den Mischling aus Rumänien reagieren? Der dominante Rüde ist gegenüber anderen Hunden oft aggressiv. Ja, komm mal. Nee, geh, komm mal. Machst du? Ja. Hallo. Schauen wir mal. Balu scheint die Straßenhündin Myla zu akzeptieren. Trotzdem wird sie genau beschnuppert. Nur schüchtern wir. Ja. Ja, das ist ein bisschen Angst. Ja, nein, Balu. Also ich habe ein ganz gutes Gefühl mit den beiden. Ich glaube, das klappt ganz gut. Doch, schaut gut aus.
Ja. Sie ist eher die Zurückhaltende, eher schnuppert, aber ist jetzt auch jetzt nicht sehr aufdringlich. Ich glaube, das klappt ganz gut. Na, schon, ja. Dennoch demonstriert Balu unmissverständlich, dass er hier der Chef im Ring ist. Und jetzt geht es ab nach Hause. Die verschreckte Myla bleibt sicherheitshalber auf Madeleines Schoß, denn bei Balu weiß man nie, wie er reagiert. Kann das mit einer fremden Hündin in seinem Revier überhaupt gut gehen? Kaum angekommen, macht der Rüde seinen Machtanspruch deutlich. Der Balu wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen gucken, was sie so alle so macht, wo sie hingeht. Und dann wird er wahrscheinlich zeigen, was sie darf und was nicht. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen wird sie jetzt erst einmal schlafen. Wollen wir mal reingehen? Möchtest du dir mal zeigen, wo das Wasser ist und ob sie ins Körbchen reingeht? Ja. Für die Familie ist es nicht der erste Pflegehund. Mutter Gabriela hat sich schon als Kind um verwahrloste Tiere gekümmert. Seit meiner Kindheit eigentlich schon immer habe ich irgendwie mit Hunden zu tun gehabt. Schon als 10-, 12-Jährige bin ich immer ins Tierheim geradelt, um Hunde auszuführen mit meiner Freundin. Und es ist halt schön zu wissen, dass man da jemanden unterstützen kann. Die einjährige Myla darf so lange bei der Familie bleiben, wie es Gabriela Riedl für richtig hält. Wir werden jetzt mit der Myla ein bisschen trainieren, wir werden sie in Stuben reinmachen. Wir werden jetzt schauen, ob sie an der Leine, wie sie läuft. Und vielleicht auch in eine Hundeschule werden wir gehen. Und wenn sie dann soweit ist, dass man sagen kann, okay, das passt jetzt alles, dann wird sie vermittelt. Doch wer weiß, so wie die Kinder sie schon ins Herz geschlossen haben, wollen sie die Hündin vielleicht behalten. Zurück zu Hundetrainer Holger Schüler. Er ist auf dem Weg zu dem frechen Shih Tzu, der beim Spielen zubeißt und nicht gehorcht. Der Experte ist gespannt, ob Familie Robinson aus Bad Dürkheim ihre Hausaufgaben gemacht hat. 2 Wochen ist es her, dass er hier war. Die verwöhnte Hündin braucht klare Ansagen und mehr Struktur. Hallo. 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 Schön, dass Sie da sind wieder. Ja, sehr schön. So, geht's euch gut? Ja, immer. Wir haben fleißig geübt. Ja, dann will ich gar nicht lang reden, sondern ab nach oben. Aufgabe Nummer 1 war es, dafür zu sorgen, dass Lucia nicht mehr in Lillys Bett schläft. Jetzt hat die Hündin eine neue große Schlafbox, die sie zu schätzen weiß. Oh, ich sehe schon, es hat sich was getan. Ja, genau. Ja? Neues Möbelstück. Ein neues Möbelstück? super. Da ist das. Also, wie sieht's denn aus mit der Couch und dem Bett? Sieht gut aus. Also, sie geht nicht mehr auf die Couch. Sie ist manchmal gegangen, da habe ich aber laut Nein gesagt. Sie ist dann auch tatsächlich runtergegangen. Und genau, sie geht in ihre Box, da kriegt sie Fressen und sie schläft manchmal drin. Das läuft wirklich gut. Für Lillys Mutter Tanja war es allerdings nicht immer leicht, konsequent zu sein. Also am Anfang war es schon schwierig, so von der Couch runter aus dem Bett raus, weil man einfach dran gewöhnt war, mit ihr zu kuscheln oder so. Aber letztendlich hat es dann geklappt, nach ein bisschen Anstrengung und Loslassen. Und dann ist es jetzt auf jeden Fall alles besser. Wie sieht denn das Beißen aus? Das Beißen, also das wurde schon viel besser. Am Anfang hat sie manchmal noch gebissen, aber dann habe ich Nein gesagt. Und ich hatte auch das Gefühl, sie hat mich viel ernster genommen. Also es lief wirklich viel besser. Und jetzt beißt sie eigentlich fast gar nicht mehr. Also. Hey, das freut mich wirklich, das freut mich wirklich. Also ihr seht, wenn man konsequent und klar ist, heißt es nicht, der Hund liebt mich nicht mehr, sondern er gibt was ab. Und das ist unheimlich wichtig, dass er sagt, okay, der Rucksack an Verantwortung, den habe ich jetzt abgegeben und ihr macht es. Als nächstes will Holger Schüler sehen, wie Lilly ihre Hündin bei Ablenkung in der Fußgängerzone an der Leine führt. Hat die 13-Jährige das Leinentraining geübt? Schon kommen 2 Hunde vorbei. Fuß, weiter, Lucia. Lucia, hier. Einfach laufen, 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 laufen. Ein Fuß. Ruhig bleiben, genau, super. Die 13-Jährige hat ihren Hund im Griff. So, Lilly, das, was ich sehen wollte, habe ich gesehen. Das machst du alles hervorragend. Mhm. Bleib dabei, arbeite ganz gezielt jeden Tag dran. Ja. Und wenn du das machst, hast du kein Problem mehr mit deinem Hund. Dann sag ich mal Dankeschön. Vielen Dank. Super gearbeitet. Und wenn irgendwas ist, melde dich bei mir. Mache ich. Bis jetzt. Vielen, vielen alles Dank. Gut. Bitte. Dann sage ich nur noch Tschüss. Dieser Fall ist für den Hundeexperten erledigt. Doch Holger Schüler muss schon wieder weiter zum nächsten Kunden. Denn
Verzweifelte Hundebesitzer gibt es in Deutschland zurzeit noch mehr als genug.